Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie euch ganz herzlich im Namen der VVN BDA Münster und des Bündnisses 90 Die Grünen Greven zu unserer heutigen, mittlerweile siebten Gedenkveranstaltung für Franciszek Banasz und Wacław Zeglewski zum 81. Jahrestag ihrer Hinrichtung. Ich bin Christoph Leclerc, Historiker und Mitglied der VVN BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen. Seit nunmehr 21 Jahren beschäftige ich mich mit befolgten Zwangsarbeiterinnen im Münsterland und insbesondere auch mit dem Schicksal von Franciszek Banasz und Wacław Zeglewski, die hier am 14. August 1942 ermordet wurden. Die Erinnerung und das Gedenken an die beiden waren mir immer sehr wichtig. Jahrzehntelang gab es in der Stadt Greven kein öffentliches und explizites Gedenken an die beiden NS-Opfer. Daran änderte leider auch nicht dieser Ort, der von Messdienern aus Gimte im Jahr 2001 geschaffen worden ist. Das war für mich ein Unding bzw. ein Grund, etwas zu ändern. Daher nahmen wir, die VVN Münster, den 75. Jahrestag ihrer Ermordung im Jahr 2017 zum Anlass, Franciszek und Wacław endlich am Tag ihrer Hinrichtung und am Ort des Geschehens öffentlich zu gedenken. Und wir tun dies seitdem in jedem Jahr mit Unterstützung der Grünen Greven. Im vergangenen Jahr gelang es uns, dass die beiden NS-Opfer endlich diesen würdigen Gedenkstein mit ihrem Namen bekam. Und heute erinnern wir gemeinsam mit den polnischen Gästen an das Schicksal von Franciszek Banasz und Wacław Zeglewski. Bevor ich nun den stellvertretenden Bürgermeister sowie den Vizekonsul für ihre Grußworte nach vorne bitte, möchte Wanda Rabiec, noch besser, ein paar Worte an uns richten. Serdecznie witam wszystkich zebranych. Nazywam się Wanda Rabiec i jestem bratanicą Wacława Zeglewskiego i córką jego o 5 lat młodszego brata Władysława. Przyjechali ze mną mój syn Łukasz i Marta Zajdel. Ona jest wnuczką starszego brata Wacława, Damazego Zeglewskiego. Przyjechaliśmy z Polski. Ich möchte alle Anwesenden herzlich begrüßen. Ich heiße Wanda Rabiec und bin Nichte von Wacław Zeglewski und Tochter von seinem um 5 Jahre jüngeren Bruder Władysław. Mit mir sind gekommen mein Sohn Łukasz und Marta Zajdel. Sie ist Enkelin von Wacławs älteren Bruder Damasy Zeglewski. Wir sind aus Polen nach Greven gekommen. Wujka Wacława nigdy nie poznałam, bo urodziłam się 7 lat po jego śmierci w dniu 14 sierpnia 1942 roku. Ze wspomnień mojej babci Antoniny i mojego taty wiedziałam wprawdzie,
że wujek Wacław zginął w czasie wojny w Niemczech, ale nigdy nie opowiedziano mi dokładnie o okolicznościach jego śmierci. Den Onkel Wacław habe ich nicht kennengelernt, weil ich 7 Jahre nach seinem Tod am 14.08.1942 auf die Welt kam. Aus den Erinnerungen meiner Oma Antonina und meines Vaters wusste ich zwar, dass der Onkel Wacław während des Krieges in Deutschland gestorben war, aber nie wurden genaue Umstände seines Todes erwähnt. Gdy jesienią ubiegłego roku dowiedziałam się od pana Krzysztofa o moim wujku Wacławie, poczułam nieodpartą chęć, wprost potrzebę, aby oddać mu cześć przy jego grobie, przy kamieniu do potknięcia i przed tym pomnikiem. Als ich im Herbst von Herrn Christoph Leclerc über meinen Onkel erfahren habe, spürte ich ein großes Verlangen und Bedürfnis, ihm die Ehre zu erweisen an seinem Grab, dem Stolperstein und dem Gedenkstein. Próbowałam sobie wyobrazić, jak samotnie musiał się on czuć bezpośrednio przed egzekucją i bez rodziny na swoim pogrzebie w Greven. Gdy go powieszono, miał zaledwie 21 lat, a nie 25, jak napisane jest w akcie zgonu. Teraz, po lekturze publikacji historycznej pana Leclerc, rozumiem lepiej, dlaczego moja rodzina nie dowiedziała się, jak Wacław zmarł. Z polecenia Gestapo, Minsto, nie wolno było wpisać w registrze zgonów, że robotnicy przymusowi, Franciszek Banaś i Wacław Ceglewski, zostali powieszeni. Ich versuchte mir vorzustellen, wie er sich einsam fühlte, direkt vor der Exekution und ohne Familie bei seiner Beerdigung in Greven. Als er gehängt wurde, war er gerade 21 Jahre alt und nicht 25, wie es in der Sterbeurkunde steht. Jetzt, nach der Lektüre der historischen Publikation von Herrn Leclerc, verstehe ich besser, warum meine Familie nicht erfahren hat, wie Wacław gestorben ist. Im Zitat: Auf Anordnung der Gestapo Münster sollte im Sterberegister nicht aufgeführt werden, dass die polnischen Zwangsarbeiter Franz Banaś und Wacław Ceglewski erhängt worden waren. A teraz stoję z moją rodziną przed tym pomnikiem. To jest dla mnie wiele znaczący moment. Zapamiętam go do końca swojego życia. Und jetzt stehe ich mit meiner Familie vor dem Gedenkstein. Das ist für mich ein sehr wichtiger Moment. Den werde ich bis zum Lebensende nicht vergessen. Dlatego pozwolę sobie na dwa słowa uczynić motywem przewodnim w tym krótkim wystąpieniu. Są to pamięć i wdzięczność. Te pojęcia, jeśli są praktykowane, stanowią podstawę w życiu społecznym i rodzinnym. One mocno łączą ludzi i pokolenia. Deswegen erlaube ich mir in meiner kurzen Rede zwei Schlüsselworte zu nennen. Gedenken und Dankbarkeit. Diese Begriffe, wenn sie gelebt werden, sind Grund für das Gesellschaftsleben und Familienleben. Sie verbinden stark die Menschen und Generationen. Pamięć łączy nas z pokoleniami wcześniejszymi i późniejszymi, które, taką mam nadzieję, będą nas wspominać i do naszego życia nawiązywać. A na ogromną wdzięczność zasługujecie wy i wszyscy, którzy przekazujecie dalej wiedzę o przeszłości, aby stanowiła materiał do refleksji i łączyła ludzi. Die Erinnerung verbindet uns mit früheren und späteren Generationen, die, wie ich hoffe, auch an uns denken werden und an unser Leben anknüpfen. Große Dankbarkeit verdient ihr und alle, die das Wissen über die Vergangenheit weitergeben, damit sie reflektiert werden kann und die Menschen dadurch verbinden würde. Nieczęsto się zdarza, że wzruszam się głęboko w czasie takich uroczystości.
Dzisiaj spotykamy się przy tym pięknym pomniku poświęconym ofiarom reżimu narodowo-socjalistycznego. On jest również dla mojego krewnego, niewinnej ofiary, mojego wujka Wacława Ceglewskiego. To wszystko jednak nie byłoby możliwe bez Państwa inicjatywy i zaangażowania. Es passiert nicht oft, dass ich bei solchen Veranstaltungen so tief berührt bin. Heute treffen wir uns bei dem schönen Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus. Er ist auch meinem Verwandten, einem unschuldigen Opfer, meinem Onkel Wacław Ceglewski, gewidmet. Das alles wäre nicht möglich ohne ihre Initiative und Engagement. W imieniu całej rodziny Ceglewskich dziękuję panu Krzysztofowi Leclerowi za jego pracę naukową i za inicjatywę corocznych uroczystości wspomnieniowych. Tak, to prawda, jak powiedział pan Lecler podczas odsłonięcia tego pomnika w ubiegłym roku. Ten kamień przywraca w końcu obu ofiarom nazizmu na miejscu zbrodni ich tożsamość i w pewnym stopniu ich godność. Im Namen der ganzen Familie Ceglewski möchte ich unsere große Dankbarkeit ausdrücken. An erster Stelle möchte ich mich beim Herrn Krzysztof Leclerc bedanken für ihre wissenschaftliche Arbeit und für die Initiative zu alljährlichen Gedenkveranstaltungen. Ja, das stimmt, was Herr Leclerc gesagt hat bei der Enthüllung dieses Gedenksteines im letzten Jahr. Mit diesem Stein wird den beiden NS-Opfern am Ort des Verbrechens endlich ihre Identität und ein Stück ihre Würde zurückgegeben. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie byłym ministrantom z kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Gimpce, którzy stworzyli to pierwsze miejsce pamięci 22 lata temu. Wielkie dzięki należą się również byłym stażystom miasta Greven, z których inicjatywy położono w 2017 roku Stalpersteine. Dziękuję pani Krystynie Janas-Bay za tłumaczenie wielu tekstów. Vielen Dank an die ehemaligen Ministranten der St. Johannes Baptist Kirche aus Gimpce, die vor 22 Jahren die erste Gedenkstätte geschaffen haben. Das ist das links. Bedanken möchte ich mich auch bei den ehemaligen Auszubildenden der Stadtverwaltung Greven, die die Verlegung der Stolpersteine auf dem Marktplatz initiiert haben. Frau Christina Janas-Weiss möchte ich für viele Übersetzungen danken. Dzięki którym żyje pamięć o zamordowanych. Vielen Dank an alle, die die Erinnerung an die Ermordeten wach halten. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Leclerowi, który niestrudzenie przez prawie 10 lat szukał kontaktu do nas, żebyśmy poznali okoliczności śmierci naszego wujka Wacława, mogli choć przez chwilę spędzić przy jego grobie i podczas tej uroczystości wspomnieniowej oddać mu cześć. I bardzo wszystkim dziękuję. Okay. Und herzlichen Dank noch einmal an Herrn Krzysztof Leclerc, der den Kontakt zu uns fast 10 Jahre unermüdlich gesucht hat, damit wir die Geschichte um den Tod unseres Onkels kennenlernen, an seinem Grab eine Weile verbringen und um ihn hier in dieser Gedenkveranstaltung zu ehren. Vielen, vielen Dank.